Leute, hi. Kleiner Haul wieder, ich habe ein paar Sachen. Das sind auch eigentlich alles ziemlich gute Sachen für die Defi-Phase, ne? Weil so langsam überlege ich mir ja schon, ne? Wie kriege ich jetzt das überschüssige Fett wieder weg, nachdem ich meinen Booty aufgebaut habe? Nein, aber Leute, ich habe ein paar coole Sachen gefunden und zwar... Leute, vergisst alles, was ich jemals über Tee vorgestellt habe. Von wegen Yogi, Tee, dies, das. Vergisst es, okay? Vergisst es einfach, denn das hier... Also ich habe die natürlich alle schon probiert, damit ich auch weiß, wovon ich rede, ja. Tee, keine Lemon Cake. Dieser Tee ist so gut, Alter. Der ist so gut, ja. Der ist so gut. Und das Geheimnis ist eben, dass da Stevia-Blätter drin sind. Warum ist da vorher noch niemand drauf gekommen, ja? Ich bin ja eh so ein Stevia-Fan. Viele sind kein Stevia-Fans, klar. Aber ich bin Stevia-Fan. Leute, Stevia-Blätter, was ist denn daran so schlimm? Die sind da drin und es schmeckt so geil, ja? Lemon Cake, es schmeckt wie ein Kuchen. Es schmeckt wie ein Kuchen von Oma gebacken, ja? Also, es kann doch wohl wahr sein. Ich war echt baff. Dann habt ihr mir alle bei Instagram geschrieben, oh, es gibt noch ganz andere geile Sorten. Da habe ich dann nochmal geguckt. So, ja, habe ich mir natürlich auch direkt angeschafft. Caramel Apple Pie. Der ist... Hallo, der... Er ist so gut. Ich kann mich nicht entscheiden, welcher besser ist. Es gibt noch einen. Habe ich natürlich auch. Blueberry Muffin. Auch der, Leute. Auch der. So geil. Ist auch schön, steht drauf, ne? Einmalig süß, ganz ohne Kalorien. Ach ja, deine Auszeit steht da irgendwo noch. Ach, einfach mal für zwischendurch oder als Dessert. Deine süße Auszeit, ganz ohne Kalorien. Ja, also es ist, also der Blueberry Muffin ist auch sehr, sehr geil. Nur ich wäre halt nie der Typ, der sich einen Blueberry Muffin kaufen würde. Wenn dann ein Schoko-Nougat-Muffin, aber trotzdem richtig geil auch Blueberry Muffin. Aber ich glaube, am allergeilsten finde ich Lemon Cake und Caramel Apple Pie. Caramel Apple Pie habe ich mir gerade eben gemacht. Ich muss mal probieren. Den habe ich hier. Leute. Ey, Leute, ohne Scheiß. Was ein geiler Tee. Was? Caramel Apple Pie ist, glaube ich, wirklich mein Favorite. Ist mein Favorite. Wenn ihr euch erst eine Sorte holen wollt, holt euch Caramel Apple Pie. Ihr braucht eigentlich nichts anderes mehr im Leben. Es ist so gut. Es schmeckt einfach wie Kuchen. Geil. Da habe ich aber noch was gefunden, auch mit Stevia. Kalter Tee. Ja, das sind auch Teebeutel, die du aber kalt aufgießt. Hat auch irgendwie kaum Kalorien. Ist auch mit Stevia irgendwie gemacht. Aber es ist auch ein bisschen Maltit. Maltodextrin ist auch drin, ja. Okay, ist nicht so schlimm. Frio, ja, auch von Teekanne. Pfirsich-Maracuja einmal. Habe ich aber auch noch direkt mitgenommen in Erdbeere, Orange. Und es gibt noch eine andere Sorte, ich glaube Himbeere-Zitrone. Die hat mich nicht so angesprochen. Habe ich mir auch gerade gemacht. Ich habe hier Pfirsich-Maracuja, den hatte ich noch gar nicht probiert. Ich probiere jetzt mal. Ey, geil. Das finde ich richtig cool, ne? Machst du Eiswürfel rein, hast du den Eistee im Sommer. Perfekt. Royelos. Keine Süßstoffe, kein... Also, außer Stevia. Aber was ist denn schon Stevia, ja? Kein nix. Richtig geil. Also, super Tipp von mir. Super Tipp von mir. Dann habe ich noch was Neues. Flame Drops Banane. Auf Stevia-Basis, Leute, von MyProtein. Normalerweise sind die ja immer auf Sucralose-Basis und so. Also ich kann, ja, gerade so noch eine geringe Menge Sucralose irgendwo tolerieren. Aber wann immer es möglich ist, Leute, vermeidet alle diese künstlichen Süßstoffe. Vor allem natürlich Aspartam. Aber diese Flavor Drops, das ist nur Stevia. Und ich habe es mal in Bananengeschmack geholt. Ey, das ist so cool, ne? Ich mag das so, so gerne. Du kannst damit deine Haferflocken-Pancakes noch süßen. Du kannst deine ekelhaften veganen Proteinshakes... Nein, ihr wisst, was ich meine. Also, mir schmecken die veganen Proteinshakes. Mir ist auch Geschmack einfach nie so wichtig, ja. Aber die meisten von euch beschweren sich ja über den Geschmack von veganem Proteinpulver. Mach dir hier Stevia-Drops rein. Wo ist denn das Problem? Richtig cool. Kleiner Tipp.
Ich hatte noch das Vegan-Blend in Schokolade. Kennt ihr vielleicht? Hatte ich noch jetzt zu Hause. Da ist zum Beispiel ein bisschen Sucralose drin. Aber ich habe das noch probiert. Das Vegan-Blend Sucralose-Proteinpulver. Und da rein Stevia Drops Banane. Oh, Schoko-Banane-Shake. Richtig lecker, ja. Also, total geil das Zeug. Vor allem halt für die Proteinshakes, ja. Bombe. Dann hatte ich ja im Internet bestellt ganz viel Nussmus und so weiter und habe noch so glutenfreien Kram von Bärz mitgenommen, ja. So, und dieses 3-Korn-Mandel-Müsli muss ich euch jetzt mal hier reviewen. 3-Korn-Vollkornflocken, Reis, Hirse-Buchweizen quasi, Rosinen und Mandeln. Das ist total knusprig und schmeckt so schön mandelig und diese Rosinen da drin, ich habe ja so ein Faible für Rosinen, ja. Ich bin auch sehr wählerisch, muss ich sagen. Die Rosinen davon sind so lecker. Also sehr, sehr gut. Sehr, sehr gutes Müsli. Aber teuer und nicht viel drin. Dann habe ich noch dieses Toast, ja. Reis, Toastbrot, glutenfrei von Bärz. Glutenfreies Brot ist nie so geil, ja. Aber ich muss sagen, also so frisch getoastet, wirklich und dann schöne Nussbutter drauf oder so, ist gut. Ist gut, ja. So, ich habe den hier noch mitgenommen. Diesen Reiskuchen, Schoko, ja. Also ich habe den zweimal mitgenommen und habe den schon einmal probiert. Leute, den müsst ihr nicht holen, okay? Der ist nicht so lecker. Den kannst du mit einem schönen, sahnigen Kakao zusammen trinken, indem du dein ganzes Stück in den Kakao legst. Dann ist er gut. Aber ansonsten, das muss man sich nicht geben. Ja, Leute, das war's. Kleiner Haul von mir. Also richtig geile Tees, Leute. Die müsst ihr probieren. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Video. Wir haben noch viel miteinander zu reden. Ich gebe Gas, ja. Kleiner Formcheck am Rande. Okay, macht's gut, ciao.